Jahres zu beginnen. Herzlich willkommen, liebe Kinder, liebe Erwachsene und lieber Kultusminister. Schön, dass ihr hier seid, um mit uns das Demokratiefest zu feiern. Dankeschön, James. Toll, dass du die offizielle Begrüßung geleistet hast. In den nächsten Minuten werdet ihr nämlich hier an unserer Leinwand etwas sehen können. Etwas, was mit Demokratie und Kinderrechten zu tun hat. Und ich fürchte, Herr Tonne, da ist, um Gottes Willen, unser Schulgespenst, Wally. Wally, du bist ja gar nicht mitternachts unterwegs, sondern jetzt heute hier. Wally, was führt dich hierher? Wolltest du auch den Kultusminister sehen? Ja, wollte ich. Und ich möchte dich was fragen. Mögen Sie denn auch Schulgespenster, die sich für Demokratie und Kinderrechte einsetzen? Herr Tonne, da können Sie direkt drauf antworten. Absolut. Auch wenn Gespenster sich für Demokratie einsetzen, ist das ganz hervorragend. Die mag ich. Das wäre doch mal nett. Wally, du könntest dem Kultusminister ja vorschlagen, wenn er Schulgespenster so mag, vielleicht für alle niedersächsischen Grundschulen mal so eins zu besorgen? Wäre das nicht eine Idee? Ja, das wäre eine ganz gute Idee. Klasse. Dann nimmt Herr Tonne die Idee bestimmt mit. Vielen Dank, Wally. Wally, was sehen wir jetzt auf der Leinwand von dir? Hier sehe ich einen Film. Wally setzt sich ein und wünscht ganz viel Spaß. Ich frage mich. Hey Tim, unser Team verliert. Ja, wieder mal. Du setzt dich alle zu wenig ein. Ey, schau mal. Was soll das denn werden? Das hier ist der Platz. Sehr schön. Ich sehe es schon vor mir. Seniorenwohnpark Bad Münde. Ihr auch, ja? Aber was ist euch denn in dem Film aufgefallen? Was hat denn dieser Film so für Spuren, die man so mit Demokratie verbinden kann? Wer traut sich da mal so ein bisschen zu erzählen? Afrin, hören wir dir mal zu. Was hast du entdeckt? Also, dass Kinder auch alleine etwas schaffen können, ohne Erwachsene. Klasse, Afrin. Ich glaube, da hat sich eine Menge gelernt. Das hören Herr Watermann und Herr Tonne, die erleben das im Landtag auch. In dort, wo sie Abgeordnete sind, da kriegen sie dann, wenn sie was gesagt haben und die anderen Abgeordneten sind der Meinung, das stimmt, dann kriegen sie immer Applaus. Ja? Also, Afrin, ne, das ist wie im Landtag. Deine Meinung wird von vielen unterstützt. Wir hören mal hier hinten. Dass die Erwachsenen uns nicht alles zu verbieten haben. Okay, also du siehst, deine Meinung wird auch von vielen geteilt. Also Erwachsene müssen natürlich auch Respekt vor Kindern haben und... Ja. Und ja, Punkt, Punkt. Ja, da
das kann man so sofort begrüßen. Kinder haben auch Rechte mitzusprechen. Ne? Klassenlady, dieses Mitsprechen, das nennen wir ja auch Mitbestimmung. Und das Machen, das macht ihr auch, indem ihr in eurem Klassenrat Themen diskutiert, Anliegen diskutiert, Fragen ansprecht oder auch mal Ideen entwickelt. Und eure Klassensprecherinnen und Klassensprecher, die besprechen diese Themen dann auch im Schülerinnen- und Schülerrat. Da bestimmt ihr mit, Lilly. Hast du sehr gut beobachtet. Haben die Kinder in dem Film auch gemacht. Ich habe noch ein Kinderrecht. Kinder haben Rechte auf das, dass die Eltern sie lieb haben. Herr Tonne, wie hat Ihnen denn unser Walli setzt sich ein Film gefallen? Ich finde den Film wirklich großartig und richtig toll gelungen. Ich habe zum ersten Mal, wenn ich Schule besuche, zum ersten Mal einen so tollen Film gesehen. Also das ist wirklich, hat er klasse gemacht. Sehr beeindruckend. Das ist doch mal ein Wort vom Kultusminister Pesseln. Heute bin ich mit hier zu euch gekommen, weil es eine Auszeichnung gibt. Eine Auszeichnung als ausgezeichnete Demokratieschule in Niedersachsen. Wir haben in Niedersachsen ungefähr 3000 Schulen. 3000. Ihr seid eine von den 3000. Und 15 werden in ganz Niedersachsen ausgezeichnet als ausgezeichnete Demokratieschule. Ihr seid eine von den 15. Ich finde, das ist etwas ganz Besonderes, was ihr dort geschafft habt. Und deswegen herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist eine tolle Leistung, die ihr hier an eurer Schule gezeigt habt. Warum machen wir das? Na, wir glauben, dass gerade die Fragen von, wie funktioniert eigentlich Demokratie, Teilhabe, Partizipation, Mitbestimmung, so fürchterlich schwierige Worte. Wie funktioniert das und wie kann man das auch in Schulen, Schülerinnen und Schülern beibringen, dass das eine ganz wichtige Aufgabe ist. Und da haben wir geguckt, wer macht das in Niedersachsen. Da gibt es ganz viele Schulen mit tollen Schwerpunkten, mit tollen Aktionen, unter anderem wie eure Schule mit dem Film, den wir hier gerade gesehen haben. Und darauf dürft ihr stolz sein, weil das ist das, was ihr verdient habt durch die tollen Aktionen, die ihr hier macht. Herzlichen Dank, alles Gute für euch. Yes.